Wir sind seit 1898 hier in Großbritannien. Es war unser erster Auslandsmarkt außerhalb von Deutschland. Wir machen heute 2,7 Milliarden Pfund Umsatz im Land in den Bereichen Kraftfahrzeugtechnik, Industrietechnik, Consumer Products und Energie- und Gebäudetechnik. Das regulatorische Umfeld ist wirtschaftsfreundlich, flexibel und pragmatisch. Wir haben einen sehr guten Austausch zwischen Politik und Wirtschaft im Land. Und ein gutes Beispiel dafür ist das Automotive Council, wo wir sehr offen und vertrauensvoll auch technische Fragestellungen diskutieren und versuchen, Lösungen zu erarbeiten. Gut, zunächst mal hat Großbritannien ein großartiges Erbe, was Manufacturing und Engineering angeht, wenn man das ganze 19. Jahrhundert sich anguckt. Und das kann man noch heute erkennen, wenn man beispielsweise die Vielfalt an Marken sich anschaut im Automobilbereich. Wir haben heute gut ausgebildete Mitarbeiter hier, leistungsfähige Mitarbeiter. Die Basis unseres Geschäfts sind Innovationen. Wir haben im letzten Jahr 6,5 Milliarden Euro ausgegeben für Forschung und Entwicklung weltweit. Das sind fast 10% vom Umsatz. Wir haben im Durchschnitt 22 Patente am Tag angemeldet. Und wir haben auch in Großbritannien gute Beispiele für Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung. Ein gutes Beispiel ist das, was wir bei Bosch Automated Driving nennen. Das hat eigentlich angefangen bei uns vor 20 Jahren mit aktiven Bremssystemen wie ESP. Wir haben heute Produkte wie Adaptive Cruise Control oder Park Assist. Und wir haben, wenn wir in die Zukunft schauen, das automatisierte Fahren, das fahrerlose Fahrzeug, zunächst auf Autobahnen und dann irgendwann auch in einer städtischen Umgebung. Und wir haben in UK sehr gute öffentliche Förderung für solche Projekte, beispielsweise das Projekt Move UK, was wir gerade mit einem großen OEM hier im Land betreiben und was von der Regierung sehr professionell begleitet und gefördert wird. Großbritannien hat sich fantastisch entwickelt in den letzten Jahren. Es war in den letzten 3 Jahren von den G7-Nationen das wachstumsstärkste Land. Und wir haben heute mit 2,7 Milliarden Pfund Umsatz den zweitgrößten Markt in Europa, hier in Großbritannien. Es ist der viertgrößte weltweit.